Problem. Gehen wir erstmal ein bisschen das verwursten, was wir jetzt haben. Löps. Die ganzen Löcher hier mal zumachen. Ist nicht vorteilhaft, wenn wir da ständig reinfallen. So, ja, wir können ja auch noch andere Strip Mining Gänge anlegen. Also wir sind jetzt nicht an einen Gang gebunden. Falsche Richtung. Ja. Wir können uns da ja frei durchackern. So, warte mal, jetzt können wir mal gucken. Jetzt ist es blau, okay. Das ist Öl. Okay. So. Wusste ich doch. Gut. So, ich bräuchte noch Lava. Oh, kurz so, zack. Damit wir drei Eimer haben. Die Smeltery wird jetzt nämlich ein bisschen rennen müssen. Ein paar Sachen haben wir jetzt ja doch mitgenommen. So, dann flitzen wir mal hoch. Ich muss mal aber nachher mal einen richtigen Weg zur Stadt hinbauen. Gut, wobei später gehen wir dann über einen Teleporter hin, aber es kann ja dann nicht jeder den benutzen. Na? Müssen wir mal gucken. So. Ich weiß es gar nicht, vielleicht wisst ihr das. Könnt ihr mal, seid ihr mal so gut, schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Gibt es eine Möglichkeit, dass man NPCs generieren kann? Also in der NPC-Mod gibt es die, das weiß ich. Gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man NPCs generieren kann, die dann auch Ressourcen verbrauchen, also Nahrung und so Sachen. Ja? Wäre mal interessant. Müssen wir mal gucken. Gut. So, Koppels haben wir ein bisschen was mitgenommen. Sehr gut. Jetzt schieben wir erstmal die ganzen Erze rein hier. So, Smeltery. Kann man gleich mal einmal reinschieben. Pam. So. Dann fangen wir mal an. So. Wir erstmal kurz alles reinballern hier, damit auch alles stackt dann, was wir noch haben. So. Okay. Die Eimer, so, 44 Silber, können wir ja mal anfangen, pam. So, da werden wir noch einen Eimer los, sehr gut, Sister, schon wieder ein bisschen Platz. So, dann schmelzen wir mal alles durch. Können wir Diamanten auch smelten, das schützt gar nicht. Scheiße. Haben wir direkt aus Erz rausgezogen, stimmt ja. Haben wir ja direkt rausgehämmert. Diamanterz. Kann man das in das Smeltery schmelzen? Wahrscheinlich nicht, weil's, weil es viel zu hohe Temperaturen für bräuchte ist. Nee, kann man nur klein hämmern. Ionenantrieb. Aha. Ja, ah, okay, brauchen wir für so Sachen dann. Okay. Astro-Miner. Idee, so, Silber, nächste Runde. Die Schmelzerei wird jetzt mal richtig kochen müssen. So. Schieben wir jetzt mal richtig Materialien raus hier. Und dann können wir nächste Runde mal gucken. Wir haben jetzt einiges an Materialien rangeschafft. Dann können wir nächste Runde mal ganz gemütlich gucken, dass wir hier mal hier ein bisschen Stadt weiterbauen, ja, so ein Stück am Anfang erste Maschinen vielleicht schon zu craften. Anfangs müssen wir natürlich erstmal gucken wegen Energiegewinnung. Aber da haben wir jetzt ja schon zwei Möglichkeiten. Wir haben einen schönen großen Lavapool gefunden. Der hebt nicht unendlich, klar, aber wir haben ja auch vier oder mittlerweile fünf Lava-Spots gefunden. Lava hat halt den Vorteil, wir brauchen kein Kühlungsmittel. Ja. Wir klöppeln einen Lava-Generator zusammen und dann war's.
da brennt dann uns das Zeug hier durch und gut ist. Ist halt die Frage dann, was mehr Sinn macht. 5 Silberblöcke schon raus. Ja, kommt schon ein bisschen was zusammen hier. So. Ja. Kommt ein bisschen was zusammen. Gut. So. Jetzt entkoppelt's mal. Kies. Wir können mal anfangen ein bisschen einsortieren, was wir hier nicht für Smeltery jagen können. Beziehungsweise nicht mehr brauchen. So. Also. Hier können wir mal also Baumaterialien reinballern. Steine brauchen wir ja dann. Das passt ja. So. Einmal. Das kann noch rein, das kann rein. Feuersteine, das, das. So. Hier kommen die ganzen Erze rein. Alter, fast 3 Stacks Redstone. Sauber. So. Packen wir die ganzen Steine mal aus hier. Ups. Ja. So. Hä? Hallo. So. Manchmal macht er das eben nicht richtig mit dem Umswappen hier. So. Ganzen Steine. Zack. Fast eine ganze Tasche voll, siehst du? Wunderbar. So. Gede, dann können wir mal die ganzen Erze hier zerknötern. Wie die Truhe hier gar nicht ausreichen für. Muss ich doch gerade feststellen. Naja. So, reicht am Ende nicht mehr für einen ganzen Block. Also können wir schon mal anfangen, hier Barren rauszuziehen. So, ein Block kriegen wir noch raus. Den Rest ziehen wir dann in Barrenform raus hier. So. Dann können wir das nächste reinhauen. Also, so. Ja, komm. Ja. So, was haben wir noch drin? Genau, ein Barren. Perfekt. So. Kann hier mal Eisen durchrennen. 9 Blöcke Silber. Sauber. Das ist schon ein ganzer Stack. Gut. Gehen wir mal die Erzekiste erweitern. Denn der Platz reicht hier nicht mehr. So. Kiste. Pan. So. Können wir schon anfangen, zweite Kiste voll machen. Sehr gut. Eisen. So. Und Block. War jetzt etwas langwierig die letzten Folgen, ist doch sehr viel gesammelt gewesen jetzt, aber müssen wir uns halt mal machen, müssen wir mal einen Stand haben, wo wir gut Materialien dran schaffen können. Ja, ist halt immer ein bisschen langwierig dann, bis man mal so weit ist. Aber auch das gehört dazu. Da müssen wir durch, wir wollen ja schließlich was bauen. So. Ja, kann man gleich nochmal ein Eimer-Lava nachschieben. Sehr gut. So, was haben wir noch drin? Okay. Ja, noch kriegen wir nicht rein, klar. Aber das kommt auch noch. So. Noch ein Block. Mal gucken jetzt, Block ist voll. Ja. Okay. Jetzt können wir nochmal Barren rausschütten hier. So. Da haben wir Eisen auch gleich durch. Geht ja doch relativ fix hier. So. Ilorium kann sich damit nichts verbinden. Also können wir gefahrlos hier reinschieben. Muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen eine Schmelzerei zu automatisieren ist relativ schwierig.
da im Ruckzug das ganze Zeug hier vollrennen kann. Mit Legierungen, die du gar nicht haben willst. Dann schmilzt er dir hier alles zusammen und dann hast du die Kacke. Osmium kann man noch reinpacken. So, Zinn. Zack, zack. So. Ja, deswegen ist das mit dem Automatisieren immer etwas schwierig. Man holt sich dann doch ganz schnell die falschen Sachen raus. Und dann hast du gehabt. So, Ilorium. Müssen wir auch eine Farming-Tour nachher machen für Helorium, da brauchen wir nämlich eine ganze Menge von. So, Osmium gibt einen Block und ein paar Barappen, sehr gut. So, Götti. Ah, ist fett. Okay. So. Das ist mir ein Blatt. So. Eisen. Sehr gut. Aber noch ein bisschen Material zusammengekriegt. Viel Erz haben wir nicht rausgezogen. Also nicht viel verschiedene, aber dafür halt schön große Mengen der einzelnen Erze. So, Nickel. So. So, jetzt kann man noch die letzten Sachen durchknittern, dann mache ich auch ein Aufnahmehäuschen nochmal futtern. Gold und Nickel legiert mich sehr gut. So. Ja, muss auch ein bisschen was mampfen dann mal und die ersten Videos habe ich jetzt schon wieder hochgeladen, die sind auch zum Teil, na gut, bis ihr die Folge seht, sind sie alle online, aber ich nehme ja vorher schon auf. Ja. Gold können wir komplett als Blöcke rausgießen, sehr gut. So. Ja, muss ich jetzt auch ein bisschen rendern noch, Uploadplan gucken, wieder auch noch andere Games aufnehmen jetzt die Tage. Wieder schon ein bisschen Chance nutzen jetzt, gerade ein bisschen die Aufnahmegeilheit ausgeizen tatsächlich. So. Was haben wir noch drin? Können wir mal anfangen. So, soll da eigentlich lang, bis der Block raus ist? Ja, das passt. So, Gold ist fertig, wunderhübsch. So, haben wir noch Blei und da holen wir jetzt tonnenweise raus. Ich bin gerade am überlegen. Mach nochmal ein Gussbecken. Aus einem einfachen Grund, dann kann man das parallel über zwei Becken rausschütten. Der Tisch ist ja gleich wieder hingestellt. Und dann kann man es über zwei Becken ausgießen. Das ist einfach ein bisschen schneller dann auch. Später, wenn wir das automatisiert haben, ist das eh scheißegal. Da holen wir das Zeug so schnell raus, das interessiert dann keine Sau mehr. Beziehungsweise es läuft ja dann vollautomatisch raus und dann ist es sowieso egal. So. Aber jetzt halt für den Anfang ist es so noch ein bisschen bequemer dann, wenn man es über zwei rausholen kann. So. Ziegelstein hat man keine mehr, ne? Nee. Hat man genau aufgebraucht, okay. So, das letzte Blei läuft durch. Zack, dann können wir das Ganze über zwei machen.
etwas angenehmer dann. So, wie können. So, einmal das Dickies können wir noch reinballern. So, da haben wir dann noch Steine drin. Genau. Pep. So, ja. Können wir noch locker ein zweites Becken mit befüllen, das lohnt sich. So, das Becken. Zack. Pam und pam. So. Kriegen wir das Zeug ein bisschen schneller hier aus der Schmelzerei rausgeholt. Ist ja doch noch einiges drin. Auch mit Redstone-Schaltung und allem versehen. Ach, die Schmelzerei kannst du auch so automatisieren, das ist krankhaft. So. Ich muss mal gucken, mit dem ME-System kann man ja auch Flüssigkeiten verarbeiten. Mit Legierungen automatisch herstellen, tralala, hast du nicht gesehen. Da muss ich mich aber mal noch reinfriemeln. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das habe ich noch nie so richtig gemacht. Hab's mal angefangen, wollte mal gucken, dann hast du da 3 Minuten probiert und keinen Bock mehr gehabt. Also da muss man sich schon ein bisschen mit Geduld ransetzen. Würde ich aber ganz gerne mal austesten. Soll wohl richtig gut funktionieren und richtig geil sein auch, weil man da einfach mal Massen generieren kann damit. So müsstest du halt alles über die Schmelzerei exporten. Ja, ein bisschen schwierig. Also nicht ein bisschen, das ist sehr schwierig. Du musst im Prinzip dann immer zu Fuß hinlatschen und das Zeug reinpacken, was du in eine Legierung verwandeln willst. Gut, man kann es auch in Barrenform schmelzen, aber halt auch nicht alles. So, fertig, wunderbar. Man kann eben halt auch nicht alles in Barrenform umsmelten, das ist ein bisschen das Problem dabei. So. Haben wir ein bisschen was rausgezogen hier, sehr schön. Sehr, sehr gut. Spitzhacken haben wir noch. Material, den haben wir gut rausgeholt. Ja, kann man was anfangen mit auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Gut. Da haben wir noch einen einzelnen. So, den können wir da reinballern. Pam. So, dann können wir nächste Runde hier in der Stadt weiter basteln. So. Und können dann vielleicht schon mal anfangen, erste Maschinen zu bauen. Aber das gucken wir ganz in Ruhe, ohne Stress. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Oder wenn ihr mögt, auch gerne in einem anderen Game. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Weiterhin dabei bleiben, dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, meine Lieben. Und damit willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Jetzt haben wir ein bisschen Materialien dran geschafft. Und jetzt machen wir mal wieder etwas Bautechnisches, ne? Wir wollen ja schließlich eine ganze Stadt aufbauen. Also ich habe in den letzten Folgen da groß schwadroniert, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle, mit Bauten etc. Sicherheitseinrichtungen, tralala. Ja. Ich habe schon wieder 50 neue Ideen, was man noch dazu bauen könnte. Oder wie man verschiedene Modelle von den Bauten wieder anders gestalten kann, etc. Ja. Wir werden mal gucken, was wir alles davon realisieren können. Bin auch ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Ich meine, alles kann man als Einzelner auch nicht wissen. Vielleicht habt ihr dann noch Ideen, wie man das ein oder andere umgestalten könnte. Bin da für alle Vorschläge sehr gerne offen. So, also was die Stadt angeht, ich habe das mir so vorgestellt. Wir haben da natürlich